Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barclafts. So, weiter geht's mit unseren Piloten von der Heinkel H111 und den Transport der V1 Raketen, Flugkörper, Marschflugkörper, wie ihr das immer nennen wollt, Vergeltungswaffe, da hat ja jeder seine Bezeichnung dafür, gegen England. Der erste Teil war ja mehr so die... Aufstellung und wie hat das alles begonnen. Jetzt im zweiten Teil beschäftigen wir uns eigentlich hauptsächlich mit den Einsätzen und im dritten Teil ist es natürlich so, wie ging das alles zu Ende. Und ich weiß, viele von euch haben schon oder einige von euch haben schon Kommentare geschrieben, dass in dem Text Unstimmigkeiten sind, aber mehr von der technischen Seite. Also ich habe den Text jetzt nicht verändert sondern ich mache das einfach so, ich werde den Text so, wie ich ihn bekommen habe, vorlesen und wenn dann der Autor sich vertan hat bei technischen Details, schreibe ich das in den Fehlerteufel. Trotzdem könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr was besser wisst, Mensch, da hat aber der Autor, nicht ich, sondern der Autor einen Fehler gemacht, ich will das ja nicht alles hier umschreiben, schreiben wir auch einfach in den Kommentar und dann kommt es in den Fehlerteufel und dann ist gut. Wie gesagt, ich will gar nicht so viel reden. <laughs> Verzeihung, jetzt kommt der nächste Teil und ich sage euch, wie das ist. Der Opfergang wird nicht besser. Also ja, ich habe ja nicht umsonst den Titel gewählt, dass sich die Reihen lichten und das ist tatsächlich so und das ist ein furchtbares Schicksal. Also ich sage mal, die Chancen für die Männer werden von Woche zu Woche schlechter, aber das werdet ihr gleich selber hören. In diesem Sinne sage ich nochmal schönen Dank an Benny, der das wieder wunderbar geschnitten hat. Los geht's. So, nochmal kurz, bevor wir loslegen mit der Geschichte zur Einordnung. Also das sind hier ganz normale Standardinformationen von dem Fieseler f 103 Also wir reden natürlich hier von der V1, das hatte ich ja schon im Intro gesagt und ich möchte einfach nochmal ganz kurz ein paar Eckdaten noch dazugeben. Also... Die F, nein, wir nennen es die V1. Also, die V1 war tatsächlich ein Marschflugkörper, wurde als Wunderwaffe, ich sag mal, adressiert und sollte, ähm, als Vergeltungswaffe gegen England eingesetzt werden. So, ähm, Tarname FZG 76, also Flak-Zielgerät 76 und das war im Frühjahr 1944 einsatzbereit. Wenn wir die Zahlen mal anschauen, also die nackten Zahlen, wurden von Juni 1944 bis März 1945 ähm, ca. 12.000 dieser V1 verschossen. Verschiedene Ziele hatten wir dort, London natürlich, auch der Hafen von Antwerpen und so weiter. 5,30 Meter war die Spannweite und hatte eine Startmasse von 2160 Kilogramm. Ähm, wir hatten eine Reichweite zwischen 257 und 286 Kilometer und die Treffergenauigkeit war unter aller Kanone, da reden wir nämlich einen Umkreis von 12 Kilometer. Ähm, die Sprengladung, man sagt ja immer, war ungefähr wie eine 1-Tonnen-Bombe, also eine 1000-Kilo-Bombe, aber tatsächlich hatte sie nur 847 Kilo Sprengstoff an Bord. So, als Zusatz würde ich jetzt noch kurz anführen wollen, dass äh, ungefähr 1600 V1 von den Heinkel-Bombern gestartet worden sind, also von der He 111 H 22. Ähm, das sollte erstmal zur V1 reichen. Dann gehen wir jetzt nochmal an den Bomber, an die He 111. Ja, die Heinkel HE-111, das war ein Flugzeug, das schon 1935 hergestellt wurde und bis 1944 im Einsatz war. Ja, dann gehen wir nochmal so ein paar Größen durch, also ein paar Kenngrößen durch, also 5-Mann-Besatzung, fast 17 Meter lang, Spannweite über 22 Meter, Höchstgeschwindigkeit, die variiert natürlich zwischen 390 und 435 Kilometern pro Stunde. Ja, und es gibt natürlich auch hier unheimlich viele verschiedene Baumuster von den äh, V1 bis V5, dann AB. Und äh, also es hört gar nicht mehr auf. Für uns eigentlich nur wichtig ist nachher am Ende des Tages die H-Version, also die Hotel-Version äh, 16, 20 und 22, weil das waren die, die die V1-Lenkflugkörper schleppen bzw. mitnehmen konnten unter der Tragfläche und dann auch verschießen konnten. Aber eigentlich waren diese Flugzeuge für den Tagesbetrieb schon zu alt ähm, und konnten gegen die feindlichen Jäger nichts mehr ausrichten, deswegen wurden die in der Regel Nacht, äh, in Nachteinsätzen tatsächlich an die Front geschickt. Das nochmal zur Heinkel He 111. und modernsten Horst ist. Unsere Unterkünfte sind weit ab vom Flugplatz im Stil von eingeschossigen Einfamilienhäusern in den umliegenden Waldungen erstellt worden. Mit den vorgefundenen technischen Einrichtungen können wir ebenfalls sehr zufrieden sein. Auf dem Platz liegt mit uns die erste Gruppe Nachtjagdgeschwader 1, mit der wir ein gutes Einvernehmen haben. Bei einer möglichen Überschneidung unserer nächtlichen Einsatzzeiten ist es wichtig, sofort das eingefahrene Prozedere der Nachtjäger bei Starts- und Landungen und vor allem den Funksprechverkehr mit seinem speziellen Ausdrücken zu übernehmen. So sind wir jetzt die Delfine und werden zum Beispiel mit Anweisungen wie Alle Delfine, Tampen, Spielwiese, Visam, Lisa, Lisa dirigiert. Im Klartext heißt das: Alle Maschinen der dritten Gruppe Kampfgeschwader 3 haben den Platz in Linkskurven zu umkreisen. Übrigens wird das später unser Erkennungs- und Schlachtruf wann immer sich Angehörige unserer Gruppe irgendwann und irgendwo treffen. Auch dem bekannten Warnruf Indianer am Gartenzaun kommt in Zukunft erhöhte Aufmerksamkeit zu. Bevor wir am 8. Juli zu unserem ersten Einsatz starten werden die Besatzung noch einmal an die in Karlshagen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. Durch ihre Staffelkapitäne erinnert und dann mit den Einzelheiten des vor ihnen liegenden Unternehmens vertraut gemacht. Das gilt für die siebte und achte Staffel in Fenlo sowie die in Gilson Rien stationierte neunte Staffel. Ziel unserer Angriffe sind die wichtigen britischen Invasionshäfen Southampton und Portsmouth. Die Maschinen verlegen in der Abenddämmerung auf die Absprungplätze Army und Drossiere in Frankreich zur Beladung mit dem FZG 76. Der Einzelstart ist ab Mitternacht im 5-Minuten-Abstand vorgesehen, im Tiefflug ca. 100 Meter Höhe vorbei an Rouen bis zum Abflugpunkt Funk- und Leuchtfeuer nördlich Le Havre, dann Tiefflug ca. 50 Meter Höhe über den Kanal bis zum errechneten Abwurfpunkt. Nach kurzfristigem Steigflug auf 500 Meter Höhe. Start und Abwurf des FZGs, Abtauchen in den Tiefflug und Rückflug zum Heimathafen, Venlo bzw. Gilzerien. Mit der Hoffnung, uns am Morgen alle auf dem Horst wiederzusehen, werden wir verabschiedet. Wir sind froh, als wir endlich den Platz verlassen können, denn während des Beladens haben Fernnachtjäger der anderen Feldpostnummer ständig durch Bordwaffenbeschuss und Bombenabwurf für Schäden und Unruhe gesorgt. Unser Anflug über Land zum Ablaufpunkt verläuft ohne Schwierigkeiten. Nach Koppelnavigation versuchen wir Bodenhindernissen zu entgehen, mit Erfolg. Als wir Bereiche des Invasionsraumes überfliegen, ist das Land unter uns durch ein infernalisches Feuer von unzähligen Geschützen erhellt. Es ist ein Bild, das wir wohl nie vergessen werden. Der weitere Ablauf verläuft unerwartet ohne Probleme, alles geht glatt. Unser FZG hat sich mit gewaltigen, noch lang sichtbaren Feuerschweif Richtung Ziel entfernt. Wir verdrücken uns unbehelligt und landen vor Morgengrauen in Fendo. Durch Feindeinwirkung ist unser erster Kampfeinsatz zwar ohne Verluste abgelaufen aber bei der neunten Staffel haben sich zwei Maschinen beim Start gerammt und sind restlos ausgebrannt. Es hat Tote gegeben. Bis zum 3.8. werden die Angriffe wie bisher fortgeführt. Dann ergeht uns aus dem Führerhauptquartier der Befehl, alle Angriffe auf London zu konzentrieren. Unsere Gruppe ist jetzt einsatzmäßig dem FHQ, also dem Führerhauptquartier und damit auch Hitler selbst direkt unterstellt. Spätere Einflussnahmen lassen daran keine Zweifel aufkommen. In meiner Arbeit als TO kann ich auf eine ausgezeichnete Unterstützung durch meinen Stellvertreter einen altbewährten Waffenoberinspektor bauen. Im Zivilleben Diplomingenieur, mehr als doppelt so alt wie ich. Und mit der Erfahrung einer vierjährigen Tätigkeit in der Abteilung ITO hält er mir in vielen Dingen den Rücken frei, sodass ich fast alle Feindflüge mitfliegen kann. Bei der Fliegerei lässt mir der Kommodore freie Hand, ob und welche Einsätze ich mitfliege, solange meine Tätigkeit es zulässt oder der Zustand meiner 5K-CD. Dass eine einsatzfähige Maschine nicht am Boden bleibt, ist selbstverständlich. Für meine Techniker bzw. Warte ist es Ehrensache, dass die Maschine ihres TO stets flugklar zu sein hat. Aus den London-Einsätzen gelten mehrere Besatzungen als vermisst. Sie sind vom Feindflug nicht zurückgekehrt, ohne dass es irgendeine Nachricht über ihren Verbleib gibt. Ein Schicksal, das bei nächtlichen Einzelflügen über See jeden von uns treffen kann. Die seelische Belastung für die Angehörigen, aber auch für uns, ist erdrückend. Um vielleicht doch an eine Klärung zu kommen, hört unser 1A die sonst verbotenen Sendungen des britischen Senders Deventry ab. Aber auch auf diesem Wege gibt es ist keine Erkenntnis. Das Schicksal aller Vermissten, auch das der Opfer der kommenden Monate, bleibt ausnahmslos im Dunkeln. Wenn die Sendungen des Senders Daventry auch nicht den erhofften Erfolg einbringen, so wissen wir jetzt, dass die Briten uns genau im Visier haben. Einzelheiten aus unserem Dienstbetrieb gehen schon nach wenigen Stunden über den Sender. Der Kommandeur und auch mir wird angedroht, nach dem Krieg im eisernen Käfig durch London gefahren zu werden. Die Drohung endet mit dem dämlichen Satz: Und auch Sie, Herr Oberzahlmeister Neumann. Das Niveau dieser täglichen Sendung ist auch sonst sehr niedrig angesiedelt und ergeht sich häufig in Pöbeleien. Seriosität sieht anders aus. Wahrscheinlich will man uns wissen lassen, dass man jede Kleinigkeit weiß. So wendet sich Daventry mit folgendem Aufruf an die Soldaten unserer Gruppe: Deutsche Flieger, kommt rüber! Amerikanische Flieger bekommen täglich zwei Eier, deutsche Flieger bekommen Milchei, amerikanische Flieger bekommen frisches Fleisch aus Hollywood, deutsche Flieger kriegen abgeklapperte Luftwaffen-Nachrichtenhelferinnen. Beiträge dieser und ähnlicher Art können uns höchstens erheitern. Aber der Nachrichtenfluss zum Gegner gibt schon zu denken und sorgt für Unbehagen. Am 23.08. erfährt das unterschwellige Unbehagen eine alarmierende Steigerung durch einen Anruf der Kommandantur Fenlo. Kurz vor Mitternacht erhalte ich folgende Meldung und Anfrage: Eine Jahangas steht in Flammen. Darin befinden sich doch diese komischen Dinger. Kann unsere Feuerwehr sich gefahrlos dem Brandherd nähern? Bei mir läuten sofort alle Alarmglocken. Sabotage. Jetzt haben sie uns. Dazu kommt das Wissen. Dass dort seit einigen Stunden 20 FZG 76 aus einer überraschenden Lieferung eingelagert stehen. Zulässig sind maximal aber nur fünf Geräte an einem Ort. Ich hatte die Entscheidung, Wahrung der Geheimhaltung vor den zahlreichen auf dem Platz befindlichen Holländern oder Einhaltung der Begrenzungsbestimmungen zugunsten der Geheimhaltung getroffen. Hoffentlich sieht das Kriegsgericht das auch so. Zunächst wartet jedoch die Frage der Kommandantur auf Antwort. Ich gebe grünes Licht, denn alle Informationen besagen eindeutig, dass Feuer für das im Gefechtskopf befindliche Amatol keine Gefährdung darstellt, genauso wenig wie eine mechanische Bearbeitung, zum Beispiel durch Schläge. Um mich zu informieren, laufe ich vor die Tür. Im gleichen Augenblick erhält in circa zwei Kilometer Entfernung ein riesiger Feuerball den Nachthimmel. Eine gewaltige Druckwelle wirft mich ins Haus zurück. Gerade rechtzeitig, denn hinter mir ist die Dacheindeckung ins Rutschen gekommen und die Pfannen prasseln auf die Straße. Mit unserem Nachrichtenoffizier, dessen Pkw kaum beschädigt worden ist, jagen wir zur Unglücksstelle. Das Feuer ist inzwischen vermutlich durch die Druckwelle erloschen. Um die im Wald gelegene Halle gibt es im Umkreis von 70 Meter einen totalen Kahlschlag. Von der Halle und deren Inhalt ist nichts mehr zu sehen, alleine eine wie Besenrein gefegte Betonsohle zeigt den ehemaligen Standort an. Ein Versuch, den Boden zu betreten, wird schleunigst unterlassen, die im Beton gespeicherte Hitze hätte unsere Schuhsohlen verbrannt. Bei unserer Suche im übrig gebliebenen Wald finden wir einen schwer verletzten und nicht ansprechbaren Soldaten. Seiner Ausrüstung nach gehört er zur Hallenwache. Der von uns über Funk alarmierte Sanitätsdienst versucht, Hilfe zu leisten, aber leider ohne Erfolg. Inzwischen ist die Gruppe in Alarmbereitschaft versetzt. Im Hinblick auf eine befürchtete Sabotageaktion herrscht überall hektische Betriebsamkeit. Nach meiner Meldung beim Kommandeur verfasse ich den fälligen Bericht und wende mich meiner täglichen Arbeit zu. Dass ich diese unkonzentriert erledige, ist ja verständlich, zu viele Gedanken gehen mir durch den Kopf. Dass aufwändige Untersuchungen des Vorfalls auch von externen Dienststellen wie Spionageabwehr oder SD fällig sind, dürfte wohl feststehen. An mir läuft alles Widerwarten vorbei. Ich bleibe völlig unbehelligt. Ich kann mich nur wundern, das Aufklärungsbedürfnis scheint mir gar nicht dem Vorgang angemessen. Auch das befürchtete Kriegsgerichtsverfahren findet nicht statt. Eine Frage bleibt aber ungeklärt. Warum ist das angeblich total ungefährliche Amatol und der Feuereinwirkung doch explodiert? Mein Verdacht, dass für die Gefechtsköpfe ein anderer Sprengstoff verwendet worden ist, bleibt bestehen. Aber ich finde keine sicheren Beweise. Sollte man die Wahrheit zurückhalten, um uns nicht zu verunsichern, wäre das eine Riesengemeinheit. So bleibt es reine Spekulation. Die Ursache für das Feuer wird dagegen bald aufgeklärt und das Verdachtsmoment Sabotage kann zu unserer Erleichterung ausgeschlossen werden. Ein übermotivierter und auch sicher ängstlicher Wachposten, gerade 17 Jahre alt, hörte ein Geräusch in der Halle und schießt einen Warnschuss in das doppelwandige, aus Holz gefertigte und mit ca. 50 cm dicker Heidekrautfüllung als Splitterschutz versehenen Hangertor. Unglücklicherweise befindet sich im Ladestreifen der Schützen auch ein Leuchtspurgeschoss, das die ausgedörrte Füllung entzündet. Kleine Ursache, riesengroße Wirkung. Ein in der Nähe des Flugplatzes wohnender Holländer hat versucht, seinen Eindruck der Explosion in ein farbiges Bild umzusetzen. Viele Jahre später wird mir das kleine Gemälde. Von einem holländischen Historiker geschenkt, es lässt den grauenvollen Eindruck immer wieder aufleben. Unsere Angriffe gegen London gehen ohne Unterbrechung weiter und fordern immer mehr Opfer unter unseren Besatzungen. Wenn die Verluste an Personal und Maschinen zügig ausgeglichen werden, stellt sich unerwartet ein anderes Problem ein, das Schlimmes befürchten lässt. Bei der Treibstoffversorgung unserer Flugzeuge treten immer häufiger Engpässe auf, die zum Teil auch auf die Zerstörung der Nachschubwege durch die achte US Air Force zurückzuführen sind. So sehen die Tanks ziemlich leer aus und das bei einer Truppe, deren Einsatz angeblich oberste Priorität eingeräumt wird. Der Nachschub ist wieder einmal so unzureichend, dass unser nächster Einsatz kaum möglich ist. Ich versuche alles Mögliche, meine Versuche laufen ins Leere. Es fällt sogar schwer, den Willen zu erkennen, uns überhaupt zu helfen. Ich versuche mir nur ungern vorzustellen, welche Reaktion unsere Meldung im Führerhauptquartier auslösen würde, dass der Einsatz wegen Benzinmangel nicht möglich sei. Nicht auszudenken. Da die Zeit ohnehin drängt, gehe ich in meiner Verzweiflung einen Weg, den ich mir zuvor nie und nimmer zugetraut hätte. Über einen Umweg lasse ich eine Fernsprechverbindung zum Oberkommando der Luftwaffe herstellen, ohne recht zu wissen, wie und wo ich dort vorstellig werden kann. Wie ich mir den Weg dorthin als kleiner Leutnant durch vorgegebene Kompetenz und kleine Schwindeleien erschlichen habe, kann mir noch einige Schwierigkeiten und Schlimmeres einbringen. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Nun kommt mir der Zufall zu Hilfe, ob durch ein Versehen oder Fehlschaltung. Es meldet sich die oberste Instanz, der Generalingenieur Paul. Ein Augenblick verschlägt es mir die Sprache, doch was hilft es jetzt? Bevor mich der Mut verlässt, bringe ich mein Anliegen vor und verbinde es mit der Information, dass meines Wissens zwei Kesselwagen mit Flugbenzin bei Maastricht stehen, für mich aber nicht verfügbar seien. Der Generalingenieur hört sich meinen Vortrag an. Es gibt nicht den befürchteten Anpfiff wegen meiner nächtlichen Störung. Sondern den wohlwollenden und beinahe kameradschaftlichen Rat, auf weitere zeitraubende Versuche zu verzichten und das Problem in Anbetracht der gebotenen Eile nach alter Soldatenart zu lösen. Seine Rückfrage, ob ich ihn auch richtig verstanden hätte, bejahe ich zunächst noch recht unsicher. Einen Komplizen im OKL zu haben, passiert mir wohl nie wieder. Er wünscht mir jedenfalls Erfolg. Und gibt mir sogar die Erlaubnis, ihn bei weiteren Schwierigkeiten jederzeit anzurufen. Na, das war doch mal eine Erkenntnis, dass in höchsten Positionen auch ganz brauchbare Leute sitzen. Dank der Mithilfe meiner Besatzung kann sich der belgische Lokführer der freundlichen Aufforderung, die Kesselwagen nach Venlo zu fahren, nicht entziehen. Die pro forma erteilte Zigarre des nicht informierten Kommandeurs stecke ich gelassen ein. Solche Cowboy-Methoden könnten, wie bewiesen, erfolgreich sein, sie sollten jedoch bitte nicht zur Gewohnheit werden. Neuerdings interessiert sich die Royal Air Force immer häufiger für den Platz Fenlo. Ob wir oder die Nachtjäger gemeint sind, spielt keine Rolle. Nacht für Nacht werfen Moskitobomber aus größer Höhe im Oboe-Verfahren ihre Grüße auf unseren Platz, das heißt, Anflug und Bombenabwurf werden über Leitstrahlend von England aus gesteuert. Anscheinend haben sie den Platz nicht korrekt eingemessen. Ihre Bomben fallen immer in denselben allerdings unwichtigen Bereich. Die nächtlichen Tiefflüge über Nordfrankreich, Belgien und Holland führen vermehrt zu Verlusten durch Bodenhindernisse, Hochspannungsleitungen oder Fabrikschornsteine. Rouen, Dorville, Eindhoven, Trouville-Amieren und Kotjek erlangen dadurch einen traurigen Bekanntheitsgrad abschüsse durch eigene flak sind besonders tragisch. außerdem rücken die alliierten invasionstruppen immer näher. es ist zeit Fenlo zu verlassen. am 4. september starten unsere maschinen zu einem weiteren nachteinsatz gegen london. neben der üblichen beladung führen wir diesmal als reisegepäck unsere persönliche habe mit. ein feindflug mit zahnbürste gibt es nicht alle tage. Ziel unseres Rückfluges ist auch nicht Fenlo, es geht auf direkten Wege zu neun Standorten im südoldenburgischen Raum. Unsere künftige Heimat heißen Farrebusch, Aalhorn und Fechter. Schon vor Tagen haben der Kommandeur und ich zahlreiche Plätze in dieser Gegend auf ihre Tauglichkeit für unsere Einsätze geprüft. Die Fahrt von Fenlo erfolgt im Pkw. Als ortskundigen Führer hatten wir unseren Oberzahlmeister an Bord, der sich angeblich dort auskannte. Und tatsächlich, es war erstaunlich, mit welcher Sicherheit wir von ihm selbst auf unbedeutenden Straßen von Platz zu Platz gelotst wurden. Wenn wir auch manchmal nur über Nebeneinfahrten unser Ziel erreicht haben. Zu den Verhandlungen mit den Horstkommandanten, meistens ältere Reserveoffiziere im Majorsrang, stellte unser Lotse wie selbstverständlich ein Kistchen Zigarren. Und eine Flasche Kognak auf den Tisch, die er aber bei einem Abbruch der Verhandlungen völlig ungeniert wieder in seiner abgewetzten Aktentasche verschwinden ließ. Da unsere technischen Abteilungen mit ihren umfangreichen Geräten nach Bahntransport im Bahnhof Aalhorn entladen, lande ich zunächst zu deren Überwachung in Aalhorn, dem künftigen Standort der achten Staffel, mit seinen Privatquartieren in großen Kneten, einem Ort, in dem nach Vorstellung noch Milch und Honig fließen. Der Gruppenstab und die Siebte Staffel sind in Farrellbusch stationiert, ein Platz in freier Natur mit nur wenigen Gebäuden, für uns aus der Luft kaum zu erkennen. Wir hoffen, dass die RAF die gleichen Schwierigkeiten hat. Als Unterkunft bezieht die Staffel das Lager Galgenmoor am Stadtrand von Kloppenburg. Der Stab quartiert sich in der Stadt im Hotel Kleene ein, nachdem der Geschwaderstab des Kampfgeschwaders 6 recht widerwillig das Hotel räumen musste. Wir sind damit ca. 8 Kilometer vom Platz Farrebusch entfernt. Weite Anfahrten müssen in Kauf genommen werden. Für meinen Waffenoberinspektor und mich ist der Weg zu unserer Dienststelle eine, bei gutem Wetter willkommene Fahrradtour durch idyllische Wälder. Und zum Aufladen der strapazierten Nerven nicht unwillkommen. Die neunte Staffel nimmt den Fechter bei mehr als 30 Kilometer Distanz zum Gruppenstab eine recht isolierte Stellung ein. Eine strikte Einhaltung des Kfz-Nutzungsverbotes zum Zweck der Benzineinsparung ist zwar hin und wieder störend, aber die selbst gewählte Dezentralisierung der Staffeln führen bei der Einsatzdurchführung zu keinem Problem. Die Staffeln und auch die einzelnen Besatzungen fliegen ja im Gegensatz zur bisherigen Kampffliegertaktik nicht im Verband, sondern operieren weitgehend eigenverantwortlich. Die Gesamtlage an der Front hat inzwischen zu einem Ausfall der stationären FZG-Abschussrampen des Flakregiments 155W geführt. Die im täglichen Wehrmachtsbericht propagandistisch aufgeblähten Meldungen auch in der letzten Nacht lag der Großraum London wieder unter dem Feuer unserer Fernkampfwaffen. Finden wir uns eine zwiespältige Aufnahme, kennen wir doch die genaue Zahl der von uns im Einsatz gewesenen Flugzeuge. Selten waren es mehr als 25 Maschinen. Andererseits macht uns die, wenn auch anonyme Nennung unserer Gruppe, etwas stolz. Auf den Plätzen ist inzwischen wirkungsvoll gearbeitet worden. Unsere Gruppe ist innerhalb kurzer Zeit an ihren neuen Standorten wieder einsatzbereit. Die Zuführung der FZG und bauliche Maßnahmen für die Arbeiten der Lokoffiziere haben dabei die meiste Zeit benötigt. Auf der britischen Insel wird die Ausschaltung der Abschussrampen zum Anlass genommen, die Bevölkerung vom Ende der V-Waffen und deren Beschuss in Kenntnis zu setzen. Große Teile der evakuierten Einwohner Londons kehren in die Stadt zurück. Hat man uns denn gar nicht auf der Rechnung? Wir bekommen von oben mächtigen Druck und den Befehl, mit allen Kräften London bei Nacht und jetzt auch am Tage bei schlechtem Wetter anzugreifen. Wir ahnen, was in Zukunft auf uns zukommt. In der Nacht des 16. September werden alle 36 Maschinen eingesetzt. Die Londoner Bevölkerung wird durch einen unerwarteten Fliegeralarm überrascht. Auch die britische Luftverteidigung erfährt eine weitere Überraschung. Die fliegenden Bomben kommen, wie es bisher ja wohl zu erwarten war, nicht mehr über den Kanal, sondern über den Trichter der Themsemündung. Der zum Schutz Londons zum Kanal hin aufgebaute Abwehrriegel, bestehend aus über 2200 Flakgeschützen und ca. 2800 Sperrballons, muss in Richtung Osten umgebaut werden. Für die eingesetzten elf stationierten Jagdgeschwader stellt die neue Situation naturgemäß kein Problem dar. Hat der britische Nachrichtendienst, der doch sonst über banale Kleinigkeiten aus unserer Gruppe bestens informiert ist, geschlafen? Uns scheint am 16. September eine Überraschung gelungen zu sein. Zum ersten Mal kehren alle Maschinen vom Feindflug zurück. Leider gilt das nicht für die Zukunft. Die Umorganisation der britischen Abwehrmaßnahmen ist nämlich in knapp einem Monat abgeschlossen und hat wesentliche Verstärkung erhalten. Es beginnt eine Phase, in der das Überleben nur mit sehr viel Glück gelingen kann. Zwischen der englischen Küste und der holländischen Küste, also unserem Operationsgebiet, werden zur Abwehr unserer tiefliegenden Flugzeuge Flakkreuzer stationiert, unterstützt von der radarbestückten Korvette HMS Kaikos. Die 25. Mosquito Squadron fliegt permanent Patrouille vor der holländischen Küste, ein ebenfalls mit Radarausrüstung bestückter Wellington Bomber in 1200 Meter Höhe fliegend, soll unsere Maschinen erfassen und sie den Nachtjägern, also den Moskitos, der 68., 125., 409. und 456. Squadron vor die Rohre führen. Diese Rohre wären 4x20mm Kanonen und 4x762er MGs. Schon am 25. September werden vier Maschinen durch Moskitos der 25. bzw. 409. Squadron abgeschossen. Am 29. September gehen weitere zwei Maschinen verloren. Unsere Reihen lichten sich in beängstigendem Maß. Viele Jahre später bekomme ich eine Erklärung für diese plötzliche Häufung der Nachtjägerabschüsse. Seit dem Sommer 1944 werden die Moskito-Nachtjäger mit dem System Perfectos ausgerüstet, mit dem unser Erstlingsfreund Feinkennungsgeber Fug 25A aktiviert und damit exakt geordnet werden kann. Diese Neuerung war der deutschen Luftwaffe nicht bekannt und sorgt noch heute für Beklemmung. Wie viele Verluste wären in Kenntnis dieser neuen Bedrohung zu vermeiden gewesen? Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten.